Hallo und willkommen. Hier ist wieder der Frank und ich freue mich heute wieder mal eine Zuschauerfrage beantworten zu können. Wobei diese Frage ist nicht nur von einem Zuschauer, das ist eine Frage, die ich relativ häufig gestellt bekomme. Ich höre diese Frage auch immer wieder in meinen Coaching- und meinen Beratungsgesprächen. Die Frage lautet: Ich habe hier noch so einen alten Windows-Server, so einen Windows-Domain-Controller, der hat eigentlich gar keine großen Aufgaben und der ist schon so alt, den würde ich am liebsten gern ersetzen. Gibt es da nicht eine Möglichkeit? Mit welcher Synology könnte ich denn meinen Domain-Controller oder meinen Windows-Server ersetzen? Brauche ich das überhaupt noch oder wäre das nicht sogar eine günstigere Alternative, mir da eine Synology anzuschaffen? Oder kann ich damit nicht sogar auch etwas Energie sparen? Ja, dazu kann ich nur sagen, grundsätzlich natürlich, klar, der Einsatz einer Synology ist mit Sicherheit kosteneffizienter und energiesparsamer, als wenn ich so einen großen Tower-Server die ganze Zeit betreiben müsste. Und die Aufgaben, ich sage mal in der Regel, bei den meisten Menschen trifft das zumindest zu, die so ein Windows-Server halt eben gerade übernimmt, die kann ich in der Regel ebenfalls auch mit einem gut situierten Synology-System machen. Ich stand auch schon mal vor der Frage, was tun? Den alten Server nochmal aufrüsten oder umrüsten oder gleich wechseln auf ein anderes System. Und ich habe mich dafür entschieden und habe gesagt, nein, ich werde den Server ablösen und kaufe mir dafür eine Synology DS1621 XS Plus. Ich habe mich jetzt hier natürlich bewusst für das XS-Modell entschieden, weil da halt eben der etwas bessere Prozessor drin ist. Denn bei mir steht das Thema Virtualisieren ganz, ganz weit vorne. Denn ich habe hier tatsächlich so einige Anwendungen, die ich tatsächlich auch auf meinem Windows nur laufen lassen kann. Und deswegen muss ich natürlich meinen Windows-Server auch virtualisieren. Der eine oder andere, der jetzt sagt, nee, Virtualisierung ist bei mir gar kein Thema, das brauche ich überhaupt nicht. Ich brauche eigentlich nur einen guten File-Server oder einen Domain-Controller, damit ich meine Benutzer halt eben entsprechend auch ordentlich verwalten kann. Für den tut es wahrscheinlich dann auch der kleine Bruder, die DS1621 Plus oder vielleicht halt eben die 1821 Plus oder ein neueres Modell, wie zum Beispiel die 1522 Plus, die relativ einfach auf ein 10-Gigabit-Netzwerk umzurüsten ist. Ich habe mich, wie gesagt, hier für die 1621 XS Plus entschieden. Ich habe die mal bestellt und wir schauen mal einfach in den Karton und schauen uns mal die technischen Details an. So, dann wollen wir mal die DS1621 XS Plus einmal auspacken. Ja, und wie wir das gewohnt sind von Synology, ist es natürlich ordentlich verpackt, damit es auch den Transport sicher übersteht. Hier befindet sich noch ein kleiner weiterer Karton drin mit dem ganzen Zubehör. Hier ist der Quick Start Guide drin und auch zwei Netzwerkkabel, das Stromversorgungskabel und hier die beiden Schlüssel und natürlich auch noch ein Satz mit den kleinen Schrauben, die wir später brauchen, um die SSD-Platten einzubauen. Dann wollen wir mal sehen, wie das Ganze ausgepackt aussieht und uns mal das Gerät und die Details näher anschauen. Ja, die wichtigsten Details, die wir hervorheben sollten, ist natürlich zum einen die Intel Xeon CPU, also ein 4-Kern 64-Bit-Prozessor, der mit einer Maximalfrequenz von 2,7 GHz taktet. Und das Gerät wird bereits mit 8 GB Arbeitsspeicher geliefert. Das sollte eigentlich für die meisten Leute ausreichen. Wer möchte, kann natürlich auch beide Bänke sozusagen mit 16 GB bestücken. Damit kommen wir dann auf 32 GB und das ist die maximale Auslastung, was offiziell von Synology empfohlen wird, was dieses Gerät halt eben hier fassen kann. Laufwerke haben wir grundsätzlich schon mal 6 Stück. Wir können dort, ja, ich sag mal, entweder 3,5 Zoll oder auch 2,5 Zoll SSD-Festplatten einbauen. Und wenn wir noch zwei Erweiterungseinheiten dazustellen, dann kommen wir sogar hier auf 16 Laufwerke in der Spitze. Bei den LAN-Anschlüssen, da gibt es eine Besonderheit, denn wir haben hier zweimal ein Gigabit LAN, das ist ja ganz Standard, und noch zusätzlich gleich auch eine 10 Gigabit LAN-Schnittstelle. Wie die anderen Desktop-Geräte in der Größenordnung auch, haben wir natürlich hier trotzdem noch einen PCIe-Steckplatz, wo wir vielleicht noch eine 25-Gigabit-Karte reinstecken könnten oder was anderes. Diese Möglichkeit besteht natürlich auch und natürlich sind auch USB 3.1 und auch eSATA-Anschlüsse hier mit an Bord. Die Montage von normalen HDD-Festplatten ist wie bei Synology üblich natürlich auch ohne großartiges Werkzeug möglich. Dazu brauchen wir einfach nur hier diese Laufwerkschächte einmal öffnen und müssen gleich dort hier diese Slots hier ganz einfach mal unsere Festplatten eben einsetzen. Auch dafür brauchen wir kein Werkzeug.
Doch bevor wir jetzt die Festplatten montieren, werfen wir mal ganz kurz einen Blick eben in das Innere von der Synology. Das sieht eigentlich nicht wirklich spannend aus. Wir sehen halt eben hier die Laufwerksführungen. Da hinten sehen wir noch den S-ATA-Bus und natürlich auch die beiden Lüfter, die hier für ausreichend Zirkulation sorgen. Und wenn wir das Ganze mal so ein bisschen auf die Seite drehen, ich hoffe, man kann das jetzt hier sehen, da sehen wir auch die beiden Plätze für die M2-Steckplätze. Ja, viel mehr ist es eigentlich auch nicht. Wir haben hier oben noch die LEDs, ja die Leuchtanzeigen für die HDDs und für den Netzwerk-Traffic sowie den Ein- und Ausschalter. Und wir haben an der Seite hier den Synology-Schriftzug, der natürlich auch Teil des Lüftungskonzepts ist. Da müsst ihr darauf achten, dass das halt eben immer sauber ist, dass da keine Flusen drin stecken. Denn das gehört, wie gesagt, wie die beiden Lüfter hier hinten auch zu dem Lüftungskonzept. Auf der Rückseite sehen wir zum einen die Stromversorgung, die beiden USB-Anschlüsse sowie auch die beiden Gigabit und den einzelnen 10 Gigabit LAN-Anschluss. Ja, die beiden S-ATA-Ports sind natürlich auch hier und die beiden Lüfter. Und an der rechten Seite hier den Slot für die Erweiterungskarte, die wir da einbauen könnten. Auf der Unterseite finden wir noch eine Revisionsklappe. Ja, wenn wir das einmal ganz kurz eben hier aufschrauben, dann sehen wir auch hier den Arbeitsspeicher, beide Bänke hier, und wir sehen hier schon die 8 GB. Die können wir natürlich jetzt hier einmal rausnehmen und gleich mal gegen 2x16 GB ersetzen, damit wir auch ausreichend Leistung haben für unsere virtuellen Maschinen. Für die Montage von herkömmlichen Festplatten braucht man natürlich kein Werkzeug, allerdings für die Montage von SSDs brauchen wir auf jeden Fall einen Schraubendreher und die Kreuzschrauben, diese kleinen Minischrauben zum Montieren der SSD-Laufwerke hier, die sind natürlich schon in dem Lieferumfang bei der Synology mit dabei. Und die können wir nutzen, um die kleinen SSD-Festplatten auch in diese Trays mit einzubauen. Wenn wir die SSDs einbauen, müssen wir allerdings da oben einmal diesen kleinen Clip hier entfernen. Der bleibt hinterher auch übrig, den sollte man natürlich aufheben. Anschließend werden die SSDs mit diesen vier Schrauben hier einmal festgeschraubt, damit die halt eben auch in der richtigen Position sind. Und dabei ist nur darauf zu achten, dass natürlich der Bus, dass dieser, ja, diese Goldkontakte, dass die natürlich nach hinten zeigen, weil die müssen natürlich später auch in das Geräteinnere, sage ich mal, entsprechend auch einrasten. So, wenn alles soweit vorbereitet ist, dann können wir jetzt auch die HDD-Laufwerke montieren. Dafür brauchen wir, wie gesagt, kein Werkzeug, das ist nicht nötig. Die werden einfach halt eben hier einmal in, ja, in diesen Tray sozusagen hineingesteckt. Dazu öffnen wir rechts und links diese beiden Clips, stecken dann die Festplatte einmal richtig rum in diesen Tray hinein und müssen anschließend einfach dann nur diese Clips oben wieder drauf drücken, damit das Ganze auch fest arretiert ist, muss man das ordentlich nachdrücken. Aber wir brauchen halt eben hier dafür eigentlich kein Werkzeug. Wenn alle Platten fertig montiert sind und wir die eingesteckt haben, dann schauen wir jetzt mal, wofür dieser kleine Schlüssel hier vorne ist. Dieser kleine Schlüssel, der ist ja auch im Lieferumfang dabei, der dient dazu, um die Laufwerke abzuschließen. Das bedeutet, je nachdem, wie der Schlüssel gerade in der Position steckt, ist das Laufwerk verriegelt. Das heißt, es können also die Platten nicht einfach herausgenommen werden oder halt eben das Laufwerk ist offen, dann können die Platten natürlich auch rein theoretisch im laufenden Betrieb herausgezogen werden. So, damit ist erst einmal die Hardware-Konfiguration soweit erledigt und jetzt gilt es natürlich, das Gerät in Betrieb zu nehmen. Dazu nehmen wir natürlich zu einem den Strom und stecken erst einmal ein Netzwerkkabel in das Gerät. Dabei spielt es aber keine Rolle, welchen der Anschlüsse ihr tatsächlich nutzt. Es ist egal, ob ihr den 1 Gigabit Anschluss oder auch den 10 Gigabit Anschluss nutzt. Das spielt jetzt erst einmal keine Rolle. Hauptsache, ihr habt eine Netzwerkverbindung und habt halt eben das Kabel in die Synology und in den Router gesteckt. Nachdem wir nun die Festplatten montiert haben und auch die Netzwerkverbindung kabeltechnisch schon mal hergestellt haben, geht es eigentlich an die Installation des Betriebssystems, also des Disk Station Manager. Das ist das erste Betriebssystem, was wir zuerst einmal auf die Synology installieren müssen. Und um das aktuellste Betriebssystem ja herunterzuladen und zu installieren, stellt Synology auch einen entsprechenden Assistenten bereit. Ich habe den hier schon mal aufgerufen. Ich habe mir den direkt von der Synology-Webseite heruntergeladen und einmal aufgerufen. Und jetzt durchsucht dieser Assistent ja auch schon mein gesamtes Netzwerk und zeigt mir natürlich auch an, ob das Gerät schon installiert ist oder noch nicht. Sollte bei euch jetzt hier kein Gerät angezeigt werden, also das Ergebnis sozusagen leer sein, dann schaut mal auf das Video, was ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt habe oder auch hier oben auf das i. Da habe ich nochmal erklärt, was man tun kann, woran es eventuell liegt, wenn hier halt eben dieser Assistent keine Geräte findet. Und wenn wir hier mal auf den Link klicken, ja, dann bekommen wir nochmal die Meldung, dass das Gerät halt eben noch nicht installiert ist. Also ja, wahrscheinlich entweder es ist nicht betriebsbereit oder es ist halt eben noch nicht installiert und das wollen wir jetzt auch tun.
So, ich will das natürlich jetzt hier auch gerne installieren und dafür gibt es da zwei verschiedene Wege. Entweder ich gehe auf die IP-Adresse, die ich jetzt hier sehe gerade, wie bei euch halt eben auch angezeigt wird, könnt ihr direkt drauf gehen. Oder aber noch einfacher geht es, wenn ihr einfach mal einen Doppelklick macht. Einfach mal einen Doppelklick auf dieses Gerät, was noch nicht installiert ist. So, und dann seht ihr schon, das System öffnet automatisch hier einen neuen Browser und trägt hier automatisch auch schon die IP-Adresse von dem Gerät ein. Und wir können mit der ersten Grundinstallation, also mit der Basisinstallation vom DSM-Betriebssystem, erst einmal beginnen. Ihr braucht euch auch keine Sorgen machen, ihr könnt da auch gar nichts verkehrt machen. Selbst wenn ihr jetzt das falsche Gerät ausgewählt hättet, weil ihr mehrere Systeme habt, so wie ich das halt eben habe, würdet ihr halt eben auf einer anderen Maschine landen und müsstet euch dort entsprechend anmelden. Nur die Maschinen, die noch nicht eingerichtet sind, die zeigen auch hier tatsächlich diesen Einrichtungsassistent. Also wie gesagt, keine Sorge. Wenn ihr da so eine Anmeldeseite seht, dann seid ihr auf jeden Fall richtig. Ihr könnt das Ganze natürlich auch über einen zweiten Weg machen. Ihr könnt das natürlich auch ebenfalls mit eurem Browser direkt machen, ohne diesen Assistenten vorher runterzuladen. Und dazu müsst ihr einfach mal findsynology.com einmal in euren Browser eingeben und dann kommt hier auch schon dieser neue Assistent und der findet in der Regel eure Synology natürlich auch. Sollte weder der eine noch der andere Assistent hier ein Ergebnis liefern, also dass ihr eure Synology nicht sehen könnt, ja, dann schaut euch mal dieses Video an. Geht mal da oben auf das i oder geht einfach mal unten in die Videobeschreibung, da habe ich den Link auch reingelegt. Da habe ich das schon mal erklärt, was zu tun ist, wenn man seine Synology überhaupt nicht im Netzwerk wiederfindet und was die häufigsten Fehlerursachen sind und wie man das Ganze natürlich auch lösen kann. Ja, wenn alles gut läuft, so wie in meinem Falle, dann müsstet ihr natürlich hier auch euer System finden und auch hier wird natürlich wieder signalisiert, dass ein Gerät noch nicht installiert ist, noch nicht eingerichtet ist. Deswegen können wir natürlich jetzt hier auch mit dem Schalter einrichten, eigentlich beginnen und das System erst einmal vorbereiten, damit wir tatsächlich auch später mit dem System arbeiten können. So, die nächste Aufgabe ist die Installation vom DSM. Das kann ich hier entweder über die manuelle Installation machen. Das heißt, wenn ich hier einmal drauf drücke, dann muss ich natürlich auch einmal ja, zur Synology-Webseite gehen und mir dort erst einmal das aktuelle Betriebssystem herunterladen. Ich würde natürlich hier nicht unbedingt die RC-Version 7.1.1 runterladen, sondern hier tatsächlich die 7.1. Die kann ich mir auf meinem Computer einmal speichern und kann dann anschließend über den manuellen Weg praktisch diese Datei einmal in meine Synology reinladen und kann mit der Installation beginnen. Das ist aber gar nicht nötig, denn ich kann es auch ebenfalls über den anderen Weg machen, über die automatische Installation. Dazu klicke ich einfach hier auf diesen grünen Schalter jetzt installieren und das ist sozusagen der gleiche Weg. Auch hier muss ich das Ganze einmal bestätigen und dann beginnt eigentlich die Installation vom DSM-Betriebssystem. Das bedeutet, jetzt wird im Hintergrund praktisch der neue DSM-Manager, denn ich weiß ja, dass es hier auch tatsächlich der aktuellste DSM 7.1 ist, der heruntergeladen wird. Ja, der wird jetzt im Hintergrund einfach heruntergeladen und wird jetzt hier installiert und anschließend, sobald der downgeloadet worden ist, wird hier auch der erste Neustart stattfinden. Das heißt also, dann muss ich natürlich diese 10 Minuten, die das in der Regel dauert, die muss ich halt eben abwarten, damit mein System halt eben neu starten kann und ich mit der eigentlichen Einrichtung, also mit der tatsächlichen Installation dann später auch dann auch wirklich durchstarten kann. Aber diesen Schritt muss ich natürlich erst einmal abwarten. Ja, und jetzt kann man das schon ganz gut sehen. Jetzt kommen diese berühmten 10 Minuten. Das sind halt eben diese 10 Minuten, die man für das Starten so einer Synology oder für den Neustart so einer Synology halt eben benötigt. Ja, die müssen wir jetzt natürlich einmal abwarten. Jetzt habt ihr natürlich das Glück, ich werde das einfach mal hier vorspulen, damit ihr das Ganze sozusagen nicht 10 Minuten lang jetzt hier beobachten musstet, weil diese Uhr läuft jetzt hier halt eben etwas runter. Wobei, macht euch da keine Sorgen, also in der Regel sind das nicht wirklich 10 Minuten, das sind meistens nur 6 bis 7 Minuten, dann ist das System eigentlich schon betriebsbereit. In der Zeit, wo das Ganze hier ja neu startet, dann sehe ich das hier auf meiner Synology auch schon, da blinkt in dieser Zeit ausschließlich die blaue Einschaltlampe. Also die anderen LEDs für die Festplattenaktivitäten und diese Dinge, die leuchten jetzt hier nicht, also nicht irritieren lassen. Einfach mal abwarten, bis hier dieser Timer runtergelaufen ist und dann sollten eigentlich auch die anderen LEDs anfangen zu blinken, damit man sehen kann, dass wir so eine gewisse Festplattenaktivität haben. Wenn ihr euch gerade einen Kaffee geholt habt in der Zeit, in diesen 10 Minuten, dann hört ihr vielleicht so einen kleinen Piepsgeräusch. Ja, das war die Synology, das bedeutet, die Synology ist halt eben durchgelaufen und wir sehen jetzt hier,
dass hier ein weiterer Assistent kommt, der halt eben mit der Einrichtung, mit der Grundeinrichtung vom DSM-7 beginnt. Auch das, wie gesagt, dauert nur ganz, ganz kurz, denn es ist ja noch gar nichts drauf. Es kann ja noch gar nicht groß viel konfiguriert werden. Das sind halt eben nur die ersten Pakete, die hier eingerichtet werden. Eigentlich haben wir alles richtig gemacht. Das heißt, wir können auch gleich dann mit der eigentlichen Installation, die dann nach der Installation sozusagen stattfinden muss, mit der können wir dann auch gleich beginnen, sobald hier dieser Assistent einmal durchgelaufen ist. Das dauert in der Regel nur 1-2 Minuten. Dann sollte eigentlich auch hier dieser Assistent fertig sein. Es ist ja nichts zu installieren. So, und dann kommt auch hier schon die Erfolgsmeldung. Das DSM-7 ist installiert und wir können jetzt hier über den Punkt Start hier direkt auch mit der Installation beginnen. Oder aber, was auch sehr interessant ist für all die Leute, die vielleicht ihre Synology gewechselt haben und vorher schon ja, ein Modell hatten und sozusagen jetzt eine Migration starten möchten. Ja, die können das Ganze natürlich auch hier über diesen Weg machen und können sagen, hier Gerät wiederherstellen. Jetzt muss ich natürlich sagen, wo ist denn meine Sicherung? Ja, im Idealfall habe ich natürlich noch eine zweite Synology, habe dort das Active Backup installiert und ja, könnte natürlich jetzt hier diese Adresse einmal eingeben, mein Kennwort und diese Dinge und könnte dann aus der bestehenden Sicherung mein System wieder zurückspielen. Ich habe das jetzt hier nicht, ich möchte das nicht. Also das heißt, ich werde jetzt hier ganz einfach die eigentliche Installation durchführen. Für die Leute, die das auch nicht haben, also die dann, sag ich mal, hier genau das Gleiche haben, die also hier auch nichts eintragen können, die also trotz alledem irgendwie ihre Daten von der alten auf die neue Synology bekommen möchten, ja, die müssen natürlich auch diesen Umweg einmal gehen. Also erst einmal installieren, also das System erst einmal installieren und anschließend, wenn das System fertig installiert ist, einfach dann die Sicherungen oder die Sicherung, je nachdem, von irgendwo, entweder aus der Cloud oder von einer anderen Synology oder von der USB-Platte oder ähnliche Dinge, dann einfach wieder zurückholen. Und dann ist das System halt eben auch so, wie es vorher gewesen ist, vielleicht halt eben nur mit deutlich mehr Leistung. Und wenn ihr euch an so ein Projekt nicht alleine herantraut, also so eine Migration oder so ein Umzug von einem auf ein neues System, dann nehmt einfach mal Kontakt mit mir über meine Webseite auf oder schickt mir einfach mal eine E-Mail. Dann können wir klären, inwieweit ich euch denn dabei unterstützen kann. Ich denke, mit einer professionell geführten Anleitung sollte das eigentlich auch zu machen sein. So, die nächste Konfiguration ist zuerst einmal, ich muss dem Gerät einen Namen geben. Ich muss das Gerät hier im Netzwerk irgendwie auch ansprechen können. Und da muss ich halt eben einen Gerätenamen angeben. Da könnt ihr so prinzipiell eigentlich eingeben, was ihr wollt. Achtet nur darauf, es sollten natürlich keine Sonderzeichen, keine Leerzeichen und keine Umlaute drin sein. Und das muss auch nicht mega kompliziert und mega lang sein. Also ich sag mal, so unter 15 Zeichen solltet ihr auf jeden Fall bleiben. Mindestens 3 Zeichen müsst ihr natürlich angeben. Es dient einfach nur dazu, damit ihr das Gerät im Netzwerk, wenn ihr auf die Netzwerkübersicht klickt mit eurem Computer, damit ihr das Gerät sozusagen halt eben auch wiederfindet und identifizieren könnt. Ne? Gerade wie bei mir, ich habe halt eben 6, 7, 8, 9 von diesen Maschinen hier rumstehen, alles unterschiedliche Geräte und damit ich dann übers Netzwerk sehe, aha, das ist die 918, aha, das ist die 18, 19, was auch immer, damit ich das halt eben identifizieren kann, muss ich natürlich hier einen ordnungsgemäßen Gerätenamen angeben. Wie gesagt, den brauche ich natürlich auch später, wenn ich mich mit meinem System verbinden möchte, wenn ich mir nicht ewig die IP-Adresse merken möchte. Auch dafür ist das natürlich wichtig. Also gebt jetzt hier den Gerätenamen ein. Erstellt euch gleich ein eigenes Administratorkonto. Also ihr müsst also an dieser Stelle hier ein anderes Konto als den Admin eingeben, weil der Admin, ja, den gibt es halt eben schon. Der wird halt eben gleich hier im Anschluss automatisch deaktiviert. Deswegen könnt ihr den natürlich nicht nehmen. Ihr müsst halt eben hier einen eigenen Administrator nehmen. Den könnt ihr natürlich benennen, wie ihr wollt. Nach Möglichkeit nehmt ihr nicht einfach euren Vornamen oder euren Nachnamen, weil der ist ja auch wieder relativ einfach zu erraten. Nehmt irgendetwas, ja, wo man halt eben nicht davon ableiten kann, dass die Maschine euch gehört. Und anschließend braucht ihr natürlich noch ein Kennwort. Ihr müsst das Kennwort hier dann zweimal eingeben. Ja, und am Umschluss könnt ihr natürlich hier unten noch den Punkt setzen, dass die Synology auch über den Webassistenten gefunden werden kann. So, habt ihr das Ganze durchgeführt, dann kommt hier noch die Frage, wie ihr denn in Zukunft ja euer System aktualisieren möchtet. Das könnt ihr jetzt hier natürlich entscheiden. Ihr könntet jetzt hier zwischen diesen 3 Optionen einmal auswählen. Ich behalte mal die oberste Option, denn die empfiehlt sich eigentlich hier für das System, damit das System auch automatisch, wenn es notwendig ist, aktualisiert wird. Das müsst ihr natürlich so ein bisschen euren Arbeitszeiten anpassen, damit ihr dann nicht aus Versehen während der Arbeitszeit euer System neu startet. Das könnt ihr aber später dann auch nochmal
mal neu konfigurieren bzw. nochmal verstellen. Deswegen ist das jetzt auch nicht dramatisch wichtig. Im nächsten Schritt geht es schon um die Frage, haben wir denn schon ein Synology-Konto eingerichtet? Ja, dieses Synology-Konto, ich denke mal, die meisten von euch haben bereits ein Synology-Konto eingerichtet und können eigentlich über den Punkt sagen, okay, ich melde mich jetzt hier einfach an. Das heißt, ich kann jetzt hier draufklicken und kann mich dann hier an meinem Synology-Account einmal anmelden. Das mache ich jetzt mal nicht, ich brauche das nicht, aber ihr solltet das natürlich durchführen, damit ihr auch auf die besonderen Funktionen, die sich hinter diesem Konto sozusagen verstecken, damit ihr die auch nutzen könnt. Das ist zum Beispiel der Secure Sign-In-Dienst, das macht also wirklich Sinn, sag ich mal, sich dann mit diesem Konto dann doch mal irgendwie anzumelden und sein System damit zu verbinden, alleine auch schon wegen dem Support oder wegen der Garantie und diese Dinge. Und natürlich auch, wie gesagt, dieses Secure Sign-In, das bedeutet, ich habe dann die Möglichkeit, später das so zu konfigurieren, dass ich mit meinem Handy praktisch das Kennwort eingeben kann. Also ich brauche dann halt immer noch meinen Namen eingeben, ich muss mir kein Kennwort mehr merken, ich brauche auch, was weiß ich, keinen Code irgendwo ablesen oder ähnliche Dinge, sondern ich kann dann auf meinem Handy sagen, oh ja, das ist der Frank, der soll sich einloggen, der darf sich einloggen oder vielleicht der darf sich nicht einloggen, wenn ich das nicht gewesen bin. Und wenn du jetzt sagst, oh nee, das ist mir viel zu kompliziert, ich kenne das nicht, ich kann das nicht, ich brauche da Unterstützung bei der Einrichtung. Wie gesagt, nehmt Kontakt mit mir über meine Webseite auf oder schaut euch auf unserer Webseite mal um oder schreibt mir eine E-Mail oder ruft mich einfach an. Dann klären wir das mal, inwieweit ich euch mit einem Coaching unterstützen kann. Also, wie gesagt, das gehört hier mit dazu, wenn ich so ein Konto habe. Ich kann halt eben dann diese anderen Dienste aus der Synology-Konto auch nutzen, wie zum Beispiel auch die Kontrolle oder den Schutzmechanismus und diese Dinge. Das könnt ihr, wie gesagt, hier über Synology-Account machen. Wer kein Konto hat, der kann das jetzt hier durchführen. Einfach mal da draufklicken, dann kommt ein Assistent. Alles eben ausfüllen, ganz kurz das Konto aktivieren, ihr bekommt da so eine E-Mail, dann müsst ihr dann so einen Code eintragen und diese Dinge mehr. Und wenn das dann fertig ist, dann steht ihr eigentlich auch vor diesem Punkt hier, wo ich jetzt hier auch stehe. Und zwar vor diesem Punkt hier wird geladen, beziehungsweise ihr müsstet eigentlich dann genau hier ankommen, wo es dann darum geht, einen Speicherpool zu erstellen. Ja, wie man jetzt so einen Speicherpool und so ein Volume und diese Dinge und ein RAID-System erstellt und welches halt eben dann wirklich das richtige RAID für eure Aufgabe ist, das habe ich ja schon in diversen anderen Videos erklärt. Ich lege die Links dazu auch nochmal unten in die Videobeschreibung mit hinein, da könnt ihr dann nochmal gucken. Ich möchte eigentlich jetzt hier erst einmal was anderes machen. Ich möchte einmal nachschauen, ob denn tatsächlich auch mein Arbeitsspeicher, denn ich habe dort auch eine Menge Arbeitsspeicher eingebaut, ob das denn auch tatsächlich funktioniert hat. Das kann ich hier am besten über das Infosystem machen, indem ich einfach mal hier reinschaue und dann sehe ich auch hier, jawohl, wunderbar, das hat geklappt. Genau das ist das, was ich wollte. Ich habe nämlich hier 2x16 GB eingebaut und das System zeigt mir tatsächlich an, dass ich hier 32 GB verfügbar habe. Somit, also ganz klar, kann ich jetzt davon ausgehen, dass mein Arbeitsspeicher richtig eingebaut ist und auch akzeptiert worden ist. Und ich könnte jetzt noch mal eben schnell nachprüfen, ob denn meine Festplatten Laufwerke, ob die auch alle richtig erkannt worden sind. Das können wir noch einmal eben machen hier in dem Speichermanager. Ja, und in meinem Fall sieht das ganz gut aus. Ich habe hier tatsächlich 4 Festplatten eingebaut mit jeweils 8 Terabyte. Davon bleiben natürlich netto nur 7,3 Terabyte übrig. Die Hersteller, ja, die, ja, ich will jetzt nicht sagen, die schummeln so ein bisschen, das ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber die rechnen das ganz einfach anders. Die sagen hier 8 Terabyte, das ist aber mehr oder weniger brutto. Unterm Strich sind das natürlich nur 7,3 Terabyte. Der Rest geht sozusagen für Verwaltung oder andere Dinge halt eben einfach verloren. Ähnlich ist es halt eben hier unten bei den beiden SSD-Laufwerken. Da habe ich in Wirklichkeit 1 Terabyte, also das wären eigentlich 1024 Gigabyte. Und wir sehen auch hier, dass hier rund 130 Gigabyte an Verwaltungsinformationen oder anderen Dingen halt eben verloren gegangen sind, beziehungsweise einfach nicht verfügbar sind. Also man muss halt eben da grundsätzlich so ein paar Megabyte immer abziehen, wenn die Hersteller da 1 Terabyte, 5 Terabyte oder wie auch immer halt eben schreiben. Das ist halt eben nur eine ungefähre Bruttoangabe und nicht der tatsächliche Speicherbereich, den wir nutzen können. So, jetzt kommen eigentlich die nächsten Schritte, so wie RAID, Volume anlegen, gemeinsame Ordner anlegen, User, Berechtigung und diese Dinge, ja, die ich mir aber für die anderen Videos aufheben werde. Außerdem habe ich das ja schon in vielen Videos in meinem Kanal schon mal erklärt. Wer da jetzt nicht auf die neuen Videos warten möchte, wer es also nicht abwarten kann, bis die neuen Videos rausgekommen sind, der kann ja bei uns im Kanal stöbern. Da habe ich das auch schon mal erklärt, wie ein Volume eingerichtet wird, wie Benutzer eingerichtet werden und diese Dinge. Aber für dieses Video, das sollte eigentlich nochmal zeigen, wie denn die erste, die Grundinstallation
aussieht, und das sollte eigentlich bis hierhin auch reichen. Ich werde aber später auch nochmal in einem zweiten Video die nächsten Einrichtungsschritte, wie zum Beispiel Volume anlegen, öffentliche Ordner erstellen und Benutzer anlegen, und diese Dinge werde ich dann später noch einmal posten. Nur jetzt hier für dieses Video wird das nicht mehr reichen, weil dann wird das Video viel zu lang. Ja, damit sind wir eigentlich schon wieder am Ende von diesem Video angekommen. Ich denke mal, bis hierhin sollte das Thema eigentlich auch reichen. Und wer jetzt sagt, okay, das hat mir gut gefallen, das hat mir Spaß gemacht, ja, der macht den Daumen hoch und nutzt auch gerne mal die Kommentarfunktion, damit ich weiß, dass dieses Thema bei euch auch tatsächlich angekommen ist. Und wenn du jetzt sagst, okay, das hat der Frank schon ganz gut erklärt, ich habe das gut verstanden und auch die Stimme, ja, die ist auch ganz angenehm, der kann das gut erklären und sicherlich kann der mir bei meinem Problem auch irgendwie weiterhelfen, ja, dann ruft mich gerne an oder schickt mir mal eine E-Mail oder du buchst einfach direkt über unsere Webseite ein persönliches Coaching. Dann können wir mal gemeinsam dein Problem angehen und ich kann dir dann direkt per Teamviewer zeigen, wie das eine oder andere eingestellt wird, und ich gebe dir Antworten auf deine Fragen gleich am Telefon. So lernst du es gleich direkt vom Profi und kommst schnell und einfach an Expertenwissen, ohne erst stundenlang im Netz nach Lösungen zu suchen. Und wenn du keine Zeit für ein Coaching hast oder deine Probleme ja lieber in Eigenregie lösen möchtest, dann schau dich mal auf unserer Webseite um. Dort bieten wir auch passende Online-Kurse für viele Synergy-Themen an. Dann kannst du das ein oder andere Problem sicherlich auch selber lösen und lernst neue Skills und viel Fachwissen direkt hier vom Profi, wann immer du Zeit dafür hast. Und unsere Online-Kurse sind didaktisch so aufgebaut, dass sie eigentlich für jeden passen. Egal, ob du jetzt viel oder wenig Erfahrung mit der Synology hast, ich denke mal, da ist eigentlich für jeden etwas dabei. Egal, ob du Anfänger, Quereinsteiger oder vielleicht schon ein versierter Synology-Anwender bist. Also schau dich mal um, ich denke, das lohnt sich für dich. Okay, dann sage ich jetzt nochmal danke für deine Aufmerksamkeit. Ja, und wenn dir mein Kanal etwas weitergeholfen hat, dann solltest du ihn gleich abonnieren und vielleicht auch gleich unsere anderen Videos bei mir im Kanal einmal anschauen oder nutze auch gerne unsere Online-Kurse. Das war's, ich bin raus, euer Frank, alles Gute, ciao.